anschauen, was ist da los? Du bist es wirklich. Du sagst es, Junge. Ja, mehr oder weniger. Die Seite, Blaze. Dieses Mal bin ich nicht so gnädig. Später mehr. Seelenlose. Die Bastarde riechen das Mistding wohl. Oh, war geil schon so aus. Das ist den Seelenlosen sowas von egal. Und sogar Cathorn. Wem dienen sie dann? Gute Frage. Aber im Moment habe ich eine bessere. Einfach mal weg hier. Das ist dann doch eher eine Sackgasse. Warte, liest der gerade? Oh mein Gott, der liest von der Seite gerade vor. Oh shit. Oh. Ich wollte es gerade sagen, so. Wäre cool, wenn Ghost Rider genau gerade dadurch ein kleines Power-Up kriegen würde. Oh, bist du Depper, das ist eine nette Menge. Es musste nicht nur ein alter Freund etwas ermutigen. Ihn anzustiften, aus dem Darkhold zu lesen, war nicht, worauf wir gehofft hatten. Sprich für dich selbst, Lady. Ja, gebe ich den Haber auch noch sicher sauber weg. Wegen Verkettung oder irgendwas. Ui. Okay. Ja, dann machen wir mal die zwei. Ich brauche zwar mehr Heldenmut, aber ich glaube, da könnte das ein oder andere funktionieren. Ja. Warten wir noch. Wart's noch ab. Als erstes soll er mal. Machen wir den hier. Wenn ich wenigstens mehr Heldenmut hätte, wäre das definitiv viel, viel praktischer. Aha. Langsam Zeit mit diesem Schwachsinn. Schmeckt. Oh. Ja. Definitiv nicht uns wieder. Uff, weitere Aktion. Uff. Mach ich lieber verwundbar. Wenn der mal irgendeine wichtige Karte jetzt weckerlegt, kann ich nicht das machen, was ich unbedingt will. Wow, Alter, was ist da los? Wow. Mach ich gleich den ja auch noch zusätzlich. Ja, vielleicht dann doch nicht so schlecht. Machen wir lieber den hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Sehr wurscht, machen wir viermal draus. Bickerei. Und jetzt mit dem Konter auch noch. Bist du deppert. Ui. Ja, die wollen ja unbedingt, dass ich alle in einen Zug mehr mache. Die wollen das ja richtig. Ja. Wenn ich wirklich viel dagegen machen. Wenn ich jetzt. Ja, okay, die wollen ja unbedingt, dass ich das schaffe. Ja, legt mir mal, das ist ja unfair. Ich habe mich so gefreut und ich krieg. Was ist da los? Das muss Übung gekostet.
Gibt's da noch irgendjemand oder wie? Oder kommt da noch was? Ich glaube, da kommt noch was. Kann es jetzt vielleicht sein, dass jetzt so richtig gleich abgehen wird? Achso, ich muss 4 Züge überleben. Ach so ist es. Ach so. Denken wir schon wieder, wieso, wo sie seht schon wieder. Wären die Lilly nicht genug, kriegen wir es jetzt mit den Dienern eines anderen Bösen zu tun? Macht für mich keinen Unterschied. In der Hölle Konter, Tiger, Konter! Der hat zu viel Konter, der Haverer jetzt. Mit deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Der hat gerade aktuell so viel Konter. Sollen sie ruhig alle kommen? Sollen sie ja ruhig alle zu Ehren kommen? Ich sag's euch. Der hat gerade aktuell so viel Konter. Boah, geht trotzdem nicht mehr, ja? Work. Das Feuer brennt immer heller. Machen wir es mal so. Jetzt weißt du, was Schmerzen sind. Oh, fuck. Gut zu wissen. Definitiv gut zu wissen. Kriegt einfach mal immer mehr und mehr TP. Was ist da los? Jetzt will ich hier den Konter sehen, Jungs. Okay, ja, jetzt ist es schon wieder wurscht, teilweise. Digi, wir kriegen. Ich finde den Kampf irgendwie nicht fair hier. Muss ich schon sagen. Ich finde den Kampf einfach nicht fair. Der ist halt jetzt richtig unbefriedigend. Schade. Wirklich schade. Es ist richtig unbefriedigend jetzt gerade. Dass ich immer ständig Aktion kriege. Wieder Aktion. Vor Jahrhunderten. Sie haben noch nicht genug. Am liebsten einfach so gleich weiter kämpfen. Tschüss, Papali. Leck mir im Arsch quasi. Auf köstlich-möchtlich angelehnt. Schon nie, das geht ja. Sei mal nicht ab. Das ist so teilweise so verdächtig. Ja, die tun sowieso nur explodieren. Aber ist so verdächtig, ich sag's euch. Schade, dass es nicht mehr Schaden ist. Wirklich schade. Ja, dann machen wir lieber den hier. So, wenigstens gleich 4 auf einmal. Bye. Ich war mal über Bord. Respekt. Alter. Du Stepp und 100 Gegner explodieren, na super. Ich bin beeindruckt. Lebst du eh noch, Hunter? Lebst du eh noch? Ah, du lebst eh noch, passt.
du? Wir werden die Feuer der Hölle mit deiner Seele spüren. Und tschüss. Ah, explodiert ihr nicht. Na dann. Sehr gut. Ja, davon kann ich mal gar nichts machen. Boss, danke. Noch mehr Gegner! Yay! Ja, dafür picken sie jetzt wenigstens mehr aneinander. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Da schmeckt die Fähigkeit dann definitiv am besten. Sein, aber entspann dich lieber noch nicht. Dabei fing es gerade an, Spaß zu machen. Boah. De. Ja, dann machen wir es so. Steppert. Nicht schlecht. Da geht jetzt einige mehr. Respekt, Digi. Respekt. Uiuiui. Das schmeckt. Das schmeckt mal wieder. Lass ein paar für uns. Laute Aktionen. Mit wenigstens einer mehr geht. Oder auch so. Geht eh auch so. Ständig nur flogen. Ständig nur flogen. Tut mir irgendwie schon leid. Mittlerweile tut er mir schon ein bisschen dezent lacht da oben. Aber nicht gut. Das sollte funktionieren. Das sollte definitiv funktionieren. Dass auch während des Kampfes keiner Levelaufstieg gekriegt hat, wundert mich aber irgendwie schon. Okay, außer Logan ganz am Anfang. Oder hat er? Oder war das bei der oder bei der vorigen? Na, bei der vorigen war das. Ihr habt überlebt. Das ist doch was. Ich melde mich. Oh ja, das muss man ihm lassen. Das muss man ihm lassen. Er weiß wie. Sehr gut, neue Karten. Credits. 280. Da kommt was zusammen. Da kommt definitiv wieder mal was zusammen. Und storytechnisch auch mal wieder ein bisschen weitergekommen. Sehr schön. Hey Hunter, können wir uns kurz in der Kapelle treffen, wenn du mal Zeit hast? Oh je. Das Gefühl, dass da schon wieder irgendwas im Busch ist. Aber na gut. Wenn ihr mal gesagt habt, Iron Man will sich anscheinend mit uns treffen. Alles klar. Streicheln. Letzte Woche. Haha. Im Ernst, dieses Spiel war ein unschätzbares Training, um ein echter Held zu werden. Um ein echter Held zu werden. Ah ja. Das war sicher ganz, ganz wichtiges Training. Aber so richtig mit Deadpool? Nicht mein Problem. Deine Mama wird die Hölle umkrempeln auf der Suche nach ihm. Reagiert nicht wirklich hier wieder drauf, also. Anna hält sich für ach so clever mit dieser Dämonenbarriere. Aber ich kann dir versprechen, ich lache zuletzt. Ach, das hier ist kein Wettbewerb, Tony. Ich muss mich konzentrieren. Dann kann ich Hunter durch die Barriere bringen. Worauf warten wir noch? Abgesehen von deiner pausenlosen Nörgelei über Banner? Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, Hunter für den Weg durch die Barriere ausreichend zu schützen. Klar, während du an deinem magischen Feenstaub arbeitest, finde ich heraus, wie wir das Pergament zurückbekommen. Es ist zu gefährlich, es da draußen in der Wildnis zu lassen. Das ist kein Feenstaub. Das ist völlig falsch für diesen Job. Und gäbe es das Sanktum noch, wäre es der perfekte Ort, um das Pergament aufzubewahren. Gibt's aber nicht mehr. Und Banner ist da draußen und macht sich über mich lustig. Also, holen wir uns Antworten. Ich bin definitiv gespannt. War das schon, oder? Na, okay, passt.
Wir können noch weiter reden. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Während du auf deiner Hunter, hast du mal einen Gamma-Beschleuniger übrig? Nicht, dass wir wieder zufällig einen Kaffee holen müssen, gell? Ich meine es ernst. Was ist ein antiker Held ohne die neueste experimentelle Gamma-Technologie in der Tasche? Schon klar. Aber ich habe sie in meine Gamma-Hose gesteckt. Sorry. Du hast eine Gamma-Hose? Neid! Musst du dich im Moment nicht auf andere Dinge konzentrieren? Nein. Eigentlich versuche ich unter anderem herauszufinden, wie ich diese fiese Barriere von Haut ab durchbrechen kann, die Banner um das Hydra-Labor herum hochgezogen hat. Strange wird Stein und Bein, dass er den Schleier durchdringen kann. Wenn er Wort hält, prima. Ansonsten sollte er Platz machen, verstehst du? Das muss sein. Die Rivalität zwischen dir und Strange ist ja amüsant, aber zum Amüsieren wird die Zeit knapp. Ihr müsst einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Machst du Witze? Ich liebe den Doc. Ja, er ist ein bisschen steif, aber wir sind wie Brüder. Ich lasse ihn sogar meinen Bartschneider benutzen. Oh. Du glaubst immer noch an deinen Plan, das Pergament mit dem Beschleuniger zu zerstören? Ich habe mir die Akten meines Vaters angesehen. Er hatte große Pläne für dieses Ding. Sagen wir einfach, ich glaube nicht, dass irgendetwas, das zur falschen Zeit an seinem falschen Ende steht, es überlebt. Du glaubst, dein Vater hatte böse Absichten mit diesem Gerät? Er hegte bei allem böse Absichten, aber ganz besonders hierbei. Ich glaube, er wollte einen Weg finden, die wissenschaftliche Essenz der Magie zu entschlüsseln. In gewisser Weise ist es fast Poesie. Ich setze Dads zwielichtige Technik ein, um Banners zwielichtigen Verrat zu stoppen. Safe! Vergiss die Rache, Tony. Denk nur, wie man die Technologie für das Gute einsetzen kann. Ich darf nicht zulassen, dass meine eigene Rache mich verzehrt. Ich verstehe, was du meinst. Ich will mich nicht im Dreck suhlen, sondern drüberstehen. Bla bla. Ich meine, ich kriege nichts auf die Reihe. Ich sag dir was. Wir finden diesen Gamma-Beschleuniger, holen Banner von der dunklen Seite zurück, halten deine Mutter auf und dann halten wir ein Pläuschen. Ich habe sehr gut. Eine neue Saftpresse zu Hause. Oh. Da können wir das machen. Du hast mich schon bei Saftpresse gehabt, oh, Digga. Sie lieben. Sie würde deine Schuhe zu Saft verarbeiten, wenn du sie lässt. Derweil zurück an die Arbeit. Ich wollte es gerade sagen. Es seitdem wir das haben, Alter, rennt das wie warme Semmeln, Alter, gefühlt. Haverer. Babam, 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 Alter. Wir sind schon höher wie mit jedem anderen, Alter. Die. Zurückwerfen. Statt tot von oben? Ja, aber ich krieg null Fuego, das ist ja wieder das. Love is... lass. Alles klar. So. Wenn da wieder schönes. Ja, nicht so viel, nicht so wie gemeint. Schon mal das. Deck. Moment ist so einmal. Definitiv. Ich bin gespannt, was wieder mal mit Nico ist. Beginnt ja immer gut. Da kommt sicher wieder nur Drama aus, 100%. Allein schon wieder Kapelle. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist definitiv wieder kein gutes Zeichen, wenn wir sie da treffen. Willst du einfach nur rumstehen oder setzt du dich hin? Alter, ich bin gerade erst hergekommen. Was soll ich mich hier setzen? Du wolltest mich sehen? Du wirst es nicht glauben, aber wir haben es geschafft. Was geschafft? Erinnerst du dich an den ersten Bericht über die Verderbnis der Lillen, den ich im Buch Thoth gefunden habe? Meinst du die Geschichte vom alten Pharao, der von der Verderbnis befallen war und dem reisenden Lichtwirker, der ihn reinigte? Natürlich erinnere ich mich. Magic und ich haben endlich die Beschwörungsformel des Lichtwirkers niedergeschrieben.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit endlich Wandas Verderbnis durch deine Psychomutter beseitigen können. Danke. Deine Mutter ist auch nicht so gut wie gelaunt. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ist das dein Ernst? Ja, ist es. Danke, Hunter. Aus deinem Mund bedeutet mir das viel, aber bevor du mich mit Lob überschüttest, sollte ich dir etwas sagen. Der Lichtwirker starb, weil er die ganze dunkle Energie in seinen Körper aufnehmen musste. Es war zu viel für ihn. Ich habe versucht, einen Ausweg zu finden, aber alle Texte über Chaosmagie sagen das Gleiche. Verderbnis kann nicht eliminiert werden. Sie muss irgendwo hin. Oder zu irgendjemandem. Wer sie also von Wanda entfernt, muss sie selbst absorbieren. Ich werde sie absorbieren. Wirklich? Du hast keine Angst, dass du ihrer Finsternis anheimfallen könntest? Noch finster geht's eh nicht mehr. Kann mich nicht verderben. Schon klar, weil du einfach so gut und rein bist, dass du niemals fallen könntest. Korrekt. Naja, wenigstens bist du an Bord. Wann geht es los? Sobald wir wieder in Banners Labor einbrechen. Ah, eh schon wieder. Oh, und noch etwas. Du musst die Beschwörungsformel auswendig lernen und sie wortwörtlich aufsagen, wenn du Wanda im Labor siehst. Nur so kannst du sie überwältigen. Sie lautet... Ego sum tenebris, et veniunt in domum suam jubet dominus. Ego sum tenebris, domum domini... Wie bitte, was? Kannst du dir das merken, Hunter? Ma, leider nicht. Ja, definitiv. What? Ego sum tenebris. Et veniunt in domum suam jubet dominus. Ego sum tenebris. Domum domini... Wie bitte, was? Kannst du dir das merken, Hunter? Ma, leider nicht. Was will Robby von uns? Achso, jetzt wahrscheinlich wieder so ein kleines Geschichtel wieder, was der hat seinen tollen Helden kennenlernen dürfen, das. Ja, sowas kommt fix in der Richtung. Ja, das lassen wir mal schön bleiben. Na, ich bin gespannt. Kann nicht aber zufällig irgendwas einsammeln. Ich unterwegs bin da. Genau, super. Genau der Weg, wo es genau nichts gibt. Voll leiwand. Robby, du hast da den perfekten Platz mal wieder ausgesucht. Ist eh klar. Typisch. Hunter, ich habe eine Theorie. Willst du sie hören? Ja, aber was für eine. Die Leute kapieren einfach nicht, dass es echt harte Arbeit ist, ein mega krasser Einzelgänger zu sein. Ich meine, hast du gesehen, was passiert ist, als Blaze das Pergament vorgelesen hat? Er ist ein Genie. Ein verrücktes Genie. Er hat definitiv jede Menge Seelenlose zerstört. Das muss ich ihm lassen. Ernsthaft? Der Typ entfesselt eine Apokalypse gegen die Mächte des Bösen und du bringst nicht mehr als ein gut gemacht heraus? Schwieriges Publikum. Wir haben das Pergament immer noch nicht. Also können wir es auch nicht zerstören. Weißt du, er hat niemanden, auf den er sich verlassen kann. Er ist mit all dem ganz allein da draußen. Er wird uns das Pergament nicht einfach so geben. Wir sollten alle etwas Nachsicht mit ihm haben. Ach, keine Ahnung, inwieweit ich dir recht gebe, aber ich bin bereit, ihm noch eine Chance zu geben. Ganz ehrlich, wir haben gar keine andere Wahl. Ich meine, wenn wir ihm ein bisschen Respekt zeigen, funktioniert das umgekehrt vielleicht auch. Und wenn nicht? Du musst mir vertrauen. Blaze in Aktion zu sehen, hat mir einiges klar gemacht, Hunter. Und was genau? Ich habe noch einen weiten Weg vor mir, wenn ich mir als Spirit of Vengeance einen Namen machen will. Dann mach dich an die Arbeit. Ja, das werde ich. Es ist nur schwer, das Selbstvertrauen aufzubringen, wenn ich immer im Abseits stehe. Jedenfalls
könnte der Hellride eine Reparatur vertragen. Er hat in der Wüste einiges abgekriegt. Finde ich aber auch wichtig, dass man sich ab und zu wenigstens ein bisschen mal mit Robbie unterhalten. Finde ich gut. Finde ich definitiv gut. Stört mich jetzt überhaupt nicht. Bin sowieso gespannt, wie es da zukünftig weitergehen wird. Da bin ich definitiv gespannt. Da kann so einiges kommen. Da kann so wirklich so einiges kommen. Am liebsten würde ich schon den Friedhof erkunden, aber ich will mir das noch aufheben. Ich will mir das einfach noch aufheben. Auch wenn ich da vielleicht das ein oder andere Coole verpassen könnte, dann für später, was ich da vielleicht sicher auch gebrauchen könnte, aber ich will mir das trotzdem aufheben. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Will ich mir lieber das ein oder andere aufheben. Yay! Neuer Bilderrahmen! Und dafür 50 von den Dingern da ausgeben. Super! Oh, wieder ein Treffen mit der Mutter, oder was? Zeig her, zeig her! Die ist sich angepisst. Ja, sie fertig gemacht, die Bitch. Wie viel Licht haben wir denn eigentlich? Das würde mich jetzt eigentlich interessieren. Ah, 133 von 200. Alles klar. Dieser Narr Blaze bringt uns alle mit seiner Leichtsinnigkeit in Gefahr. Er fuchtelt mit dem Pergament der Macht herum, wie ein Kind mit einem Holzschwert. Wer weiß, welche Schrecken er hätte entfesseln können. Wir haben Glück, dass er uns nicht alle zerstört hat. Hättest du ihn nicht gezwungen, hätte er es vielleicht nicht benutzt, Mutter. Männer wie Blaze müssen ihre Taten kaum rechtfertigen, oder? Außerdem habe nicht ich die Seelenlosen auf dich angesetzt. Schlimm genug, dass du und deine irrgeleiteten Helden so darauf erpicht sind, mir das Pergament zu verwehren. Wenn jemand oder etwas anderes das verfluchte Ding in die Finger bekäme. Du machst dein kostbares Darkhold schlecht? Das Darkhold ist vieles, aber nicht kostbar. Das Buch hat einen eigenen Willen. Seelen, die so dumm sind, es zu zähmen zu versuchen, werden von ihm versklavt. Egal für wie stark sie sich halten mögen. Es wäre besser, mir bei der Schadensbegrenzung zu helfen. Sonst verschlingt es uns alle. Das will ich sehen. Solange noch einer von uns atmet, werden wir es bekämpfen. Werden wir dich bekämpfen. Und ich habe mich so bemüht, es dir zu erklären, Kind. Ich bin nicht dein Feind. Es wäre aber geil, wenn sie dann wirklich am Ende nicht unser Feind wäre. Wirf dieses furchtbare Buch weg und rette, was von deiner Seele übrig bleibt. Wenn es nur so einfach wäre. Das Pergament der Macht wird gefunden werden. Und das Darkhold vollständig. Er will es so. Geheimwächter, Magier und Bastler, also deine sogenannte Familie, werden vor dem kommenden Sturm vernichtet. Doch du und ich, liebes Kind, wir werden siegreich und vereint im Angesicht der Mitternachtssonne stehen. Das schauen wir aber noch. Das schauen wir aber noch, Puppel. Das schauen wir sich noch, wer am Schluss dann noch da steht und der Böse darauf ist. Würde ich mich nicht verlassen, Mutter. Ah, Dr. Strange. Da will jetzt sowieso mal wieder so einige Leute sicher was von uns. Alles klar. Wir werden dann eh gleich kommen.